Meine Damen und Herren, das Paris von Toulouse-Lautrec, das Paris von Picasso und den Surrealisten, das Paris von Hemingway oder das von Sartre und den Existenzialisten, dieses Paris ist zum Mythos geworden. Über Jahrzehnte war Paris die Hauptstadt der Moderne. Gilt das auch heute noch? Wir wollen uns jetzt fragen, in der folgenden Kulturreportage, zeigen wir Ihnen jetzt, welche Überraschungen Paris heute jetzt noch bietet.